nehmen wir doch mal an. Ja, einer Ihrer Freunde sagt, lieber Herr Doktor, wissen Sie, es ist so viel Unruhe entstanden, es schadet der Partei insgesamt. Denken Sie doch mal an Ihre Partei. Das war doch mal Ihre Heimstatt. Und nun lassen Sie die Partei zufrieden. Ja, legen Sie hin, machen Sie einen schönen Feierabend, trinken Sie Wein mit Ihren Freunden, aber treten Sie aus. Würden Sie dem Rat denn folgen? Ach Gott, ich spekuliere jetzt gar nichts. Also ich kenne keine Freunde, die mir einen derartigen Rat geben würden. Dann brauchen Sie auch keine Anwälte, die Sie beraten. Ich habe ja Anwälte und Freunde, die mich beraten. Aber von denen kommt dieser Rat, den Sie mir gerade gegeben haben, gerade nicht. Ist doch noch aber zu ich früh. Sage mal, nein, ich sage Ihnen ganz offen, ich stehe immer zur Verfügung für Gespräche. Ich bin ein Mensch, der will nicht mit dem Kopf durch die Wand. Wenn man mir sagt, also Herr Maaßen, wir wollen gerne mit Ihnen darüber reden, wir wollen eine geschmeidige Lösung, die lautlos ist und mit vertretbarem Aufwand gemacht wird, dann versage ich mich nicht diesen Gesprächen. Ich bin durchaus bereit, die zu führen.